Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, welches wir aktuell nicht mehr im Spiel erhalten können, aber vielleicht vermutlich bald wieder erhalten können. Und deswegen bastle ich hier das Video, denn das Ganze war ein bisschen blöder zu bekommen. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dann an die zukünftige Version von dem Toy ranzukommen. Viel drumherum geredet, jetzt zum Punkt. Es geht hier einmal um das gequälte Banner der Opportunen. Dieses gequälte Banner der Opportunen haben wir über den Great Push Season 2 bekommen. Und ich vermute, dass es vielleicht auch Season 3 oder 4 dementsprechend auch wieder dieselbe Belohnung gibt oder eine neue. Und das wollt ihr vielleicht dann nicht verpassen, wenn es soweit ist. War nämlich relativ einfach zu bekommen. Also man muss da jetzt nicht krass hochspielen. Erstmal, was ist dieser Great Push? Great Push ist prinzipiell ein Tournament von Blizzard, das auf einem extra Tournament-Server stattfindet. Und da spielen eigentlich die besten M-Plus-Spieler gegeneinander für ein Preisgeld. So, jetzt denkt ihr euch, krass, da kann ich ja nie mithalten. Müsst ihr auch nicht. Für dieses Toy musste man relativ kleine Voraussetzungen nur erfüllen. Man musste sich quasi für den Tournament-Ream anmelden. Was ein bisschen blöd ist, muss ich ehrlich sagen. Das werde ich euch gleich zeigen, wie das geht. Und dann mit einem Team auf diesem Tournament-Ream die zwei Keys, die man gestellt kriegt, also bei uns waren es einfach zwei 15er Schlüsselsteine, die musste man in Time spielen und dann hatte man sich schon für das Ding qualifiziert. Mehr ist es nicht. Kriegt ihr 15er getimed mit einer Gruppe, ist es kein Stress und ich denke mal, das kann jeder hinkriegen. Wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch mal. Das Problem ist, Blizzard richtet zwar das Tournament aus, aber irgendwie lassen die das hier über so eine externe Tournament-Seite laufen. Die schimpft sich gamesbattlemajorleaguegaming.com und dann war es ja halt hier drin unter PC, World of Warcraft Tournament und der Great Push. Auf dieser Seite musste man sich erstmal anmelden. Da habe ich mir einfach einen Account gemacht, musste man das auch mit dem Battle.net soweit verknüpfen und sobald man da soweit war, ich glaube, Discord wollten die da auch noch haben, ist man hier einmal angemeldet und konnte sich dann für den Great Push anmelden. Da kann sich jeder anmelden ohne Voraussetzung. Gut, Battle.net-Account brauchst du halt, ne? Besten Max-Levelcher. So, und jetzt musste man, und wird das wahrscheinlich beim nächsten Mal auch so sein, ein Team zusammenkriegen. Ihr braucht 5 Leute, die mit euch dieses Team anmelden. Ja? Und erst wenn euer Team hier teilnahmeberechtigt ist, also wenn hier teilnahmeberechtigt dran steht, wenn ihr diese 5 Leute hier eingetragen habt und die auch angenommen haben, ne, also die müssen auch sich alle einen Account machen, erst dann seid ihr teilnahmeberechtigt und dann habt ihr quasi einen Zugang auf diesen Tournament-Server gekriegt. Bei mir im Team war es so und bei vielen anderen auch, dass bei 2 das rumgebackt hatte, die haben sich angemeldet, ganz normal. Unser Team war auch teilnahmeberechtigt, die haben aber keinen Invite auf den Tournament-Server gekriegt. Keine Ahnung, die haben dann nochmal bei Blizzard nachgehakt, auf dieser Seite nachgehakt und dann mit ewig hin und her hat es dann doch noch geklappt. Ist ein bisschen nervig, haben sie anscheinend ein paar mehr angemeldet wegen dem Toy. Und sobald man quasi dann sich da angemeldet hat, konnte man ein Wochenende lang, das war hier in dem Fall der 3. bis 5. Dezember, einmal auf dem Tournament-Server die 2 Keys spielen. Die Leute, die wirklich im Tournament spielen wollten, haben diesen Key halt oder diese 2 Keys so hoch gepusht wie möglich, um halt da die Preisgelder abzuräumen, beziehungsweise dann in die nächste Runde weiterzukommen, wo man wirklich dann die Teams gegeneinander spielt. Das wurde auch gestreamt und hin und her und dann geht es halt um Preisgelder. Aber für das Toy musstet ihr halt nur in dieser Anfangsprobe-Runde die 2 15er machen in Time und das war's, ne? Ihr kriegt auf diesem Tournament-Server dann den Char gestellt. Oder ihr könnt euch einen Level 60er Char erstellen und das ist ein Händler, ihr könnt euch das beste Gear, was im Game gibt, PvP, Mythic Gear, bei einem Händler alle Verzauberung, alles Zeug kaufen. Ihr kriegt auch das Gold gestellt, also der Char ist quasi auf Maximum. Es hat fast länger gedauert, das ganze Zeug bei den Händlern zu kaufen, als die M-Plus-Dinger zu machen, weil da musst du jedes Gear-Teil kaufen, du kannst die ganzen Sockeldinger kaufen, du kannst alles mögliche holen. Also die Chars sind wirklich bis giert. Also die haben, du kannst da alles aussuchen und dementsprechend, ja, ratschte dann die 2.15er durch und dann nach 2-3 Wochen danach haben wir das Toy bekommen. Das Schwierigste war echt das Anmelden, um die Leute zu finden, muss halt 5 Leute zusammenkratzen, die fix an dem Wochenende Zeit haben, dass man das Ganze machen kann. Ursprünglich hieß es so, man muss das in dem Team machen. Ich habe auch davon gehört, dass manche Leute dann nochmal geswitcht haben, aber dass man freigeschalten wird auf dem Tournament-Server, braucht man halt erstmal 5 Leute, die fix mit einem da anmelden. Genau, soweit
jetzt zu dem Toy. Ich vermute mal, die nächsten Seasons werden sie vielleicht auch wieder was reinmachen oder vielleicht bleibt es auch das gleiche Toy und dann könnt ihr euch da ja auch anmelden. Blizzard tut das eigentlich auf ihrer Blizzard-Seite einmal kundgeben, wann das Tournament ist und ich habe es auf WoW Head gesehen, die posten das auch immer teilweise einen Monat, zwei Monate voraus, dass man sich, dass man da eine Anmeldefrist hat. Hier war es jetzt bis zum 29. November war die Anmeldefrist und am 3. bis 5. Dezember war dann diese Vorbereitungsphase, die du halt nur brauchst, um das Toy quasi zu kriegen. Ich würde sagen, wir gucken es jetzt auch an. Wenn wir das einmal ziehen, dann seht ihr, dann leuchten alle hier in der Umgebung, jubeln so komisch und wir stellen halt so ein Banner auf. Ne? Das ist es im Endeffekt. Es sieht ganz schick aus, das Banner hat hier auch das Plus-Symbol mit drauf, beziehungsweise diese Zeituhr, ne? Zeituhr, Sanduhr, so rum. Und ja, ist ein schickes Ding. Brauchen tut man das nicht, aber ich bin ja ein Toysammler und da habe ich das gerne mitgenommen. Wie gesagt, das Aufwendigste war tatsächlich die Anmeldung bei dem Ganzen. Die Keys zu spielen auf dem Tournament-Server waren mit dem Gear nicht wirklich eine Herausforderung. Also das kann meiner Meinung nach auch jeder von euch. Man muss bloß ein bisschen immer gucken, wann ist da so ein Tournament, gibt es eine Belohnung, dann ein paar Leute zusammenkratzen und rein da anmelden und sich fix dann ein schickes Toy holen. Gut, das war's mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und ja, ich drücke euch die Daumen, dass dann beim nächsten Tournament das auch für euch klappt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.